Was geht ab, Antikapati Peoples? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Marvel Future Revolutions. Dieses Spiel gefällt mir von Tag zu Tag immer mehr. Ich habe etwas gefunden und zwar hier oben unter Bilanz und dann Aktivitätenverzeichnis. Wir sehen hier alle Orte, die man im Spiel bereisen kann und eben dessen Aktivitäten in diesen Orten. Hier steigt jetzt direkt bei mir die Sammellust. Wie kriege ich diese 173 da rein? Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Es gibt hier epische Missionen. Es gibt Nebenmissionen. Also das sind jetzt alle. Ich gehe mal davon aus, die epischen Missionen sind jetzt die Hauptstory. Nebenmissionen sind eben Nebenmissionen. Sehr gut erklärt. Meist gesucht sind Bosse, die wohl frei rumlaufen, so habe ich das jetzt verstanden, und ich kann jetzt hier sehen, wo diese anzutreffen sind, und dann kann ich die machen, und wenn ich sie zweimal besiege, gibt es hier wohl ganz besondere Belohnung. Ja, ich habe jetzt mehr erwartet bei so großen Bossen. Gut. Also hier sehe ich auf jeden Fall, wo diese Bosse sind und wie sie aussehen. Ebenfalls Schurkenverzeichnis. Hier sehe ich alle Gegner, die es hier auf der Karte gibt. Da frage ich mich, da haben wir eben in der letzten Episode ein paar bezwungen, warum wir diese hier nicht freigeschaltet haben. Aber vielleicht kommt das ab jetzt. Und hier gibt es einige Dinge, die man finden kann und sammeln kann. Und ich möchte natürlich versuchen, hier das Maximum herauszuholen und die 173 mir zu gönnen. So, aber wir machen jetzt in dieser Episode weiter mit der Story und in dem Fall mit der Nebenquest, die wir in der letzten Episode angefangen haben. Let's go! I've been expecting you. Die Verwaltung der Dokumente ist cool. Die Antworten für die heutigen Probleme sind in unseren Geschichten zu finden, Ultron-Probleme ausgenommen. Ich möchte gerne diese Quest machen. Vielleicht kann ich dir den Streich, den Moore dir gespielt hat, wieder gut machen, indem ich dir Informationen gebe, die ein neuer Agent brauchen könnte. Ja. All das wirst du irgendwann lernen. Aber es schadet nicht, der Konkurrenz voraus zu sein. Du findest ein kleines Modul, wenn du zu diesen Koordinaten gehst. Rufe das Modul auf, wenn du mehr über die bekannten Regionen der Primärerde, was für Wörter einfach, erfahren willst. Das bringt mich komplett aus dem Konzept. Wenn du Probleme hast, geh zu Philbert Smith. Er ist für die Module zuständig. Das machen wir doch gerne. Und wir müssen hier, also die Missionen, die Nebenmissionen, aber auch die Hauptmissionen waren bis jetzt nicht so, ja, wie kann ich das ausdrücken, nicht so herausfordernd. Also ich musste gerade von da hier hinlaufen. Und wir haben das hier eingesammelt. Dann müssen wir jetzt zu Philbert Smith, der direkt hinter uns ist. Perfekt. Entschuldige, du müsstest in 2 Stunden auf das Modul zugreifen können. Und deine Autorisierung ist nicht das Problem. Die Ultrons in der Stadt funktionierten nicht mehr, sodass andere Systeme in der Wartung sind. Wir sind so schnell wie möglich wieder einsatzbereit. Oh, und übrigens, willkommen bei Omega Flight. Ja. War das jetzt die ganze Nebenmission? Ich tippe mal hier drauf und ja, das war sie. Wir haben 2 von 16 in dieser Region, gibt es wohl 16 Nebenmissionen und 10 was auch immer, was ich aber haben möchte. Und ich weiß zum Verrecken nicht, wo ich da anfangen soll zu suchen und ob man das hier irgendwo sieht, dass ich das da einsammeln kann. Wenn es was zum Einsammeln ist.
Wir gehen weiter. Hier vorne irgendwo war eine. Was verkauft der hier? Mhm. Aha. Okay, man kann auch hier bei den Leuten mit Gold Rüstung kaufen. Aber das Gold erhalten wir erstmal. Und dort vorne ist die nächste Nebenquest. Guten Tag, Abraham Rich. Haben wir den nicht vorhin auf der anderen Seite gesehen? Hätte nie gedacht, dass ich mal ohne Ultrons wachen würde. Geschweige denn, dass ich sie abwehre. Die Quest bitte? Ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hilfe! Also ist das jetzt gerade ironisch gemeint oder habe ich das jetzt gerade... Naja. Ich stelle die Ultrons auf Patrouillemodus und ging für einen Moment hinaus. Und alle Wach-Ultrons waren weg, als ich zurückkam. Hast du es nicht gehört? Es gibt Ultrons in New Stark City, die nicht richtig funktionieren. Du musst selbst Wache halten, Kollege. Oh Mann, das ist überhaupt nicht gut. Okay, der meinte das nicht ironisch. Die Ultrons, die ich auf Patrouille geschickt habe. Das ist richtig? Können großen Schaden anrichten. Bitte finde sie und schalte sie aus, bevor sie jemanden verletzen. Endlich mal hier was zu kämpfen. Wo finde ich die? Oh, da hinten sehe ich schon was riesengroßes. Ich schaue mal kurz auf die Karte und wir müssen auch dorthin, wo uns auch die Hauptmission hinschicken würde. Und zwar... Hilfe! Ich bitte... Bitte helft mir, ich bitte... Bitte helft mir, sagt sie tatsächlich. Hey Held, ich weiß, dass du vermutlich damit beschäftigt bist, alle möglichen Welten zu retten. Da scheint aber jemand in ernsten Schwierigkeiten zu stecken. Mhm. Ikvak. Ehrenmann. Könntest du dir vielleicht einen Augenblick nehmen und dir helfen? Natürlich, ein Held zu sein bedeutet, dass jedes Leben zählt. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Habe ich ihr jetzt schon geholfen, oder? Weiß ja nicht. Sobald die Ultrons den Angriff auf die Stadt begonnen hatten, suchten unsere Familie Zuflucht im Bunker. Wir waren aber zu spät. Hm? Die Ultrons griffen an. Mein Ehemann verschaffte uns etwas Zeit zu evakuieren, indem er sie von uns weglockte. Du musst ihn finden, bitte. Ich flehe dich an. Ja, ist das jetzt hier eine Nebenmission? Und wir haben hier auch Zeit. Für irgendeine Mission. So, ich greife jetzt mal hier an. Okay, das ist jetzt gerade für die Hauptmission. Dann laufe ich jetzt gleich... Okay, das ist auch gleichzeitig die Nebenmission hier. Danke. Als diese Ultrons auf meine Familie zustürmten, musste ich etwas unternehmen. Ich wäre aber in großen Schwierigkeiten, wenn du nicht aufgetaucht wärst. McDowell Hudson. Ich habe kurz mit meinen Augen was anderes gelesen, als ich rechts auf den Bildschirm geguckt habe. Deine Familie ist in Sicherheit, dank dir. Sie warten im Bunker auf dich. Ja, anscheinend nicht. Die Frau rennt hier mittendrin im Gefecht rum. Ich tippe mal hier zur Belohnung und mach noch ein paar von diesen Ultrons fertig. Für die Nebenmission. Und hab da gerade irgendwas bekommen. So. Hallo? Die Ultrons, das ist Hank Pym, die Hauptmission. Die Ultrons, die sich dem Abschaltcode widersetzen, haben es offenbar auf das Kraftwerk unserer Basis abgesehen. Den bisherigen Erkenntnissen nachzuschätzen, wurde ihre Programmierung beim Wiederhochfahren beschädigt. Wenn das Kraftwerk zerstört wird, werden alle Ultrons im Gebiet vorübergehend deaktiviert. Aber sobald der Strom wieder angeht, werden sie automatisch wieder aktiviert. Und eventuell werden sie dabei alle beschädigt.
Danke dir für die Info, aber ich müsste einmal den Kollegen hier vorne besiegen. Ich danke dir. Ich werde wohl eine Weile alles allein bewältigen müssen. Okay, das reicht erst einmal. Das reicht, habe ich dir gesagt. Da vorne, da ist was. Ist es das, was ich denke? Jawolski, hier, 1 von 10. Okay, diese Dinger sieht man auf der Karte hier. Mega. So, wir haben jetzt, ja, ich tippe hier zur Belohnung und bekommen die Belohnung. Und wir haben 3 Nebenquests bereits fertig. So. Ich würde dann sagen, wir machen mit der Hauptmission weiter und laufen einfach mal hier die Straße herunter. Denn wir müssen das Kraftwerk zum Kraftwerk. Wo ist der? Die greifen uns aber nicht an. Hallo, ihr seid zwar böse, aber ihr chillt einfach eure Base. Perfekt. Okay, ist das da vorne ein Endgegner? So, wir müssen hier weitere Gegner bezwingen und wir laufen einfach mal ins Gefecht. Und beobachten, da vorne ist eine weitere Nebenquest, die wir gleich im Anschluss, nachdem wir hier so ein bisschen aufgeräumt haben, werden wir diese annehmen. Bam. So, uns fehlen noch 3 Ultron-Angreifer. Sind das diese? Ganz kurz. Ultron-Angreifer wäre der hier. Boah. Ich muss noch gucken, wie ich gezielt anvisiere, weil wenn ich hier auf einen Gegner drücke, ich laufe mal jetzt zum Beispiel hier hin. Na, nicht, nicht. Du sollst nicht automatisch laufen. Wenn ich jetzt hier den hier angreifen will. Okay, dann reicht es, wenn ich drauf drücke. Dann greif ihn an. So, jetzt den. Den da bitte. Hallo. Jedenfalls haben wir es geschafft. So, wir haben jetzt auch hier die 100%, aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wichtige Durchsage: Die Ultrons, die du ausgeschaltet hast, waren wohl mehr als ein kleiner Systemfehler. Während diese mechanischen Monster dich beschädigt haben, haben andere sich Pim geschnappt und ihn als Geisel genommen. So weit ist es schon, okay. Ich versuche, sie gerade aufzuspüren, aber bis dahin musst du alle Randale-Robots zerstören. Randale-Robots, die du siehst. Verstanden? Gar kein Problem, du siehst doch hier Meisterleistung. Ich bin Cap, Number One hier in diesem, in Stark City. So, wo finden wir? Wobei, bevor wir jetzt da hinten irgendwo die Hauptmission weitermachen, hier ist Melanie Chavez CEO. Ich hoffe, es ist nicht die Person, die wir eben aus dem Bunker da, die eine. Ich dachte, Mr. Stark respektiert kluge Frauen. Offensichtlich nicht. Stark-Situation 1. Anscheinend gibt es mehrere Situationen, in der Stark beteiligt war. Ich komme gerade aus dem Gebäude. Es war schrecklich. Das glaube ich dir. Ich wäre nicht so lange geblieben, wenn Mr. Stark uns nicht rund um die Uhr hätte schuften lassen. Wie bitte? Was ist passiert? Die Ultrons sind außer Kontrolle geraten. Sie zerstören alles in ihrer Nähe. Anscheinend nicht. Ich stand eben vor einem, der hat einfach gar nichts gemacht. 80% der Energie des Forschungssektors kommt aus diesem Gebäude. Bitte schalte die Ultrons
Trons ab, bevor sie das gesamte Gebäude zum Einsturz bringen. Was ist das? Kampfabzeichen. Das will ich haben. Hier. Was muss ich machen? Wir müssen hier diese Gegner bezwingen. Gar kein Problem. Das ist gar kein... Was ist hier? Was ist das? Ich dachte ganz kurz, hier ist ein Endgegner. Einfach weil ich etwas gesehen habe, was ich vorher nicht gesehen hatte. Mhm. So, von denen haben wir, glaube ich, schon alle bezwungen. Das brauchen wir und den brauchen wir noch. Hallo? Da, den da hinten, bitte. Den da, ja. Okay, wir haben alle. Entschuldige die Störung, wenn du schon so beschäftigt bist, aber auch bei mir ist es hektisch. Ich habe etwas in der Gegend hier fallen lassen und da du dem Unglücksort am nächsten bist, musst du es finden. Okay. Gehört das hier zur eine Nebenmission? Wo ist es? Da in der Ecke, da ist auch so ein Ding. Boah, da muss ich hin, sofort. Hallo, guten Tag. Bin ich hier richtig? Fast. Ich muss dort in die Ecke. Und bevor ich überhaupt... Hallo, das ist meine Kiste, Kollege. Vibranium irgendwas bekommen. Perfekt. So, Stark. Ich habe, was du brauchst. Meine Brieftasche? Hm, ich wusste nicht, dass ich sie auch verloren hatte. Ja, anscheinend hast du sie auch nicht vermisst. Ich hatte gehofft, du würdest mein Handy finden. Wie du dir vorstellen kannst, habe ich eine Menge geheimer Informationen auf diesem Telefon. Glücklicherweise kann ich niemand außer mir darauf zugreifen. Glücklicherweise kann niemand außer mir darauf zugreifen. So war es richtig. Nun gut, wenn du es findest, gib es bitte Melanie und geh nicht dran, wenn es klingelt. Ja. Anscheinend verliert Tony Stark so einiges. Und wir müssen sein Handy finden, was komischerweise 2 Meter neben sein Portemonnaie liegt. Tony, weißt du, wie oft ich dich schon angerufen habe? Wenn du Omega Flight anruft, ist es deine Pflicht, ranzugehen. Nick Fury? Entschuldigung, hier ist nicht Tony. Ich stelle ihn jetzt durch. Entschuldige das Geschrei, aber dies ist eine dringende Angelegenheit. Ist das ein Witz? Ich habe dir ausdrücklich gesagt, du sollst nicht an mein Telefon gehen. Ich werde bei den nächsten Aufträgen daran denken. Stark? Die ganze Stadt ist im Chaos. Sofort zum Omega Flight Hauptquartier zurückkehren. Verzeihung, Kommandant. Ich bin auch gerade beschäftigt. Du weißt ja, wie das ist, oder? Wie ich dich kenne, Stark, feierst du wahrscheinlich irgendwo eine Party. Ja, hier in der Nähe anscheinend, weil du hier alles verloren hast. Es gibt nichts Dringenderes als die Lösung des Ultron-Problems. Komm sofort zurück. Hey, das ist nicht fair. Nicht mal ich würde in so einem Moment feiern. Ich tue wirklich alles, was ich kann. Ich komme zurück, sobald ich fertig bin. Vertrau mir, okay? Gut, ich gehe offline. Aber ich beobachte dich, Tony. Toll. Ja. Hallo? Happy? Ich bin's, Tony. Ich glaube, wir müssen die Poolparty heute absagen. Ehrenmann. Ehrenmann. Ja, ich bin... Oh, ich wusste nicht, dass du noch in Verbindung stehst, Agent. Ignoriere den letzten Teil einfach und dann werde ich vielleicht vergessen, dass du Fury auf mich gehetzt hast. Ich hab den gar nicht auf dich gehetzt. Jetzt gib bitte Miss Chavez mein Telefon und geh wieder an die Arbeit.
Gut, dass er mir sagt, dass ich an die Arbeit gehen soll, wenn er doch selber, der hat mich ja noch nicht mal eingeladen zur Poolparty. Das ist ja wohl... Ah, die Frau steht doch direkt hier. Hallo, guten Tag. Dieses Telefon zu Mr. Stark bringen? Was glaubt er, wer ich bin? Pepper Potts? Nein. So, wir haben diese Mission beendet, haben auch eine anscheinend sehr coole Belohnung bekommen. Muss ich da drauf drücken? Ja, habe ich. So, und wir machen in der nächsten Episode genau hier weiter und werden diese Mission, diese Nebenmission weiter fortführen. Und ebenfalls machen wir in der nächsten Episode mit der Hauptmission weiter. In dem Sinne, falls ihr nichts zu diesem Spiel verpassen wollt, könnt ihr uns gerne kostenlos ein Abo dalassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschaußen.